Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Dodo Wars. Ihr seht schon, die Folge geht ein bisschen länger und komische Ausgangssituation. Und wir befinden uns alle in einem Raum gerade, die Teams, denn wir haben at alle Zuschauer eine tolle Nachricht und at Team Altbierpiraten und Team Schalke Zuschauer eine schlechte Nachricht. und zwar erstmal zur schlechten, ne? Wollte er bestimmt zuerst hören. Ich habe letzte Woche vergessen, am Ende der Folge den Befehl Save World einzugeben. Habe den Server einfach offline genommen. Was zur Folge hat, wenn man ihn wieder online nimmt, nimmt er den nächsten, den letzten automatischen Speicherpunkt und der liegt gerade 10 Minuten zurück. Also genau diese 10 Minuten, also schätzen wir gerade so 10 Minuten etwa sind das. Also genau diese 10 Minuten, wo ich mich entschieden habe, zu Eis und Kalle zu rennen. Sprich, es ist nur alles am Leben, es ist halt kacke. Es ist halt einfach kacke, können wir nichts machen, tut mega leid, gerade bei dem Cliffhanger. Wie wir das in Zukunft verhindern. Die Jungs erinnern mich jetzt am Ende jeder Aufnahmesession, dass ich Safe World mache und direkt dann auch ein Backup. Und ich versuche auch dran zu denken. Ja, sorry. Und die Dinos, die gestorben sind, werden töten wir. Getötet. Genau. Die rotten wir aus, Junge. So, und jetzt kommen wir. Achso, ja. Ja, ich wollte nochmal einhaken, weil ich jetzt garantiert schon 6 Internet-Terroristen sehe, die auf ihre Tastatur einprügeln, um mir definitiv zu bestätigen, dass Max seine Admin-Rolle aber so dermaßen hinterhältig und gemein ausnutzt. Und erwischt. Ihr haltet einfach eure Fresse. Weil, muss ich jetzt auch mal so klar sagen, ne? Ich kann völlig verstehen. Würde ich direkt disliken, die Folge, jetzt schon. Ist voll in Ordnung, könnt ihr auch machen. Nehme ich mit, Jungs, ne? Aber das Ding ist einfach. Ist Interaction, Johnny, ist nicht schlecht. Ja. Ich kann mittlerweile ist das ja so ein bisschen tricky, ne? Macht also besser mal ein Like, ne? Aber als Zuschauer kann ich völlig verstehen, dass das hier ein Täter ist, ne? Ich kann völlig verstehen, dass das kacke ist. Ich meine, für uns ist es egal, ne? Wir spielen eh nur so ein bisschen PvE. Aber für den Rest ist es wahrscheinlich kacke. Mir geht's nur darum, Max hat das ganze Projekt hier ins Laufen gebracht, Max hat die Regeln gemacht, Max hat sich übel viel Aufwand gemacht, auch als die T-Rex gebuggt waren. Und ich verstehe, dass das natürlich von außen dann so wirkt, nach dem Motto, ja, das gibt ja nur den Vorteil. Aber wer ernsthaft behauptet und das nicht als Joke meint, sondern wirklich ernsthaft, dass Max sich mit der Admin-Rolle irgendwas rausnimmt, der überschätzt erstens, wie wichtig es ist, in so einem Projekt das überhaupt zu gewinnen, weil das ist nicht der Hauptfokus, sondern es geht auch um Entertainment etc. Und der schätzt auch Max in dem Moment falsch ein. Also da würde ich mir wünschen, dass der da einfach ein bisschen tief durchatmet, ein bisschen drüber nachdenkt. Und da einfach einen entspannten Pfad. Und das ist ja schön gesagt, Johnny, ganz kurz, deine PayPal-E-Mail-Adresse. Ey, hast du noch, ne? Ich wollte auch gerade fragen, was schreibst du dich jetzt so ein? Was habt ihr denn beide am Laufen? Ich wollte mal sagen, da gibt's bald ein Teambounding hier, ne? Also, die Altbier-Piraten sind bald Sandwich-Piraten. Ansonsten würde ich zur guten Nachricht kommen. Gute Neuigkeit. Ja, sonst sitzen wir hier noch 10 Jahre. Gute Neuigkeit. In den Kommentaren haben wir alle bemerkt, außer Johnny witzigerweise, dass mehr und mehr natürlich gefordert und gewünscht wird, boah, ist mal ein cooles Projekt, aber jetzt geht euch mal langsam hier an die Gurgel. Voll meine Meinung, sind wir eigentlich alle der Meinung. Das Problem ist nur, das hat sich jetzt so eingependelt und war unvorhersehbar, weil wir jetzt 3 Teams haben, nicht mehr 2, wie beim anderen Dodo Wars, dass man nur Nachteile hat, wenn man aggressive Handlungen anstrebt in-game. Das heißt, wenn ich jetzt Gegner suchen will, waste ich vielleicht Time, das ist ein Risiko, Zeit geht flöten, der könnte ich auch Dinos zähmen. Selbst wenn ich jetzt mit all meinen T-Rexen auf Eis und Kalle zurenne, werde ich locker T-Rexe verlieren. Vielleicht am Ende des Falls habe ich knapp gewonnen, habe nur einen T-Rex und ich habe überhaupt nichts davon, außer dass die vielleicht 2 Leben verloren haben. Aber witzigerweise sind dann Johnny und Alex die wahrscheinlich projektübergreifend die Babos sind. Das heißt, man hat einfach nur aktuelle Nachteile, wenn man aggressiv spielen will. Und das soll nicht so sein, weil wir möchten, dass wir uns auf die Fresse hauen. Und das hat sich jetzt so eingependelt, dass natürlich niemand dann freiwillig sagt, ja, dann fick ich mich mal selber, los. Und wir haben uns überlegt, wie kann man die Regeln ändern, dass wir passiv aggressives Verhalten mehr belohnen und auch fördern. Und wir haben uns Folgendes überlegt. Wir werden ein Dino-Count einführen, welches ein Cap, Dino-Cap bedeutet von 7 Dinos. Ist jetzt natürlich inmitten des Projekts ein bisschen schwierig, das heißt, wir müssen ausmisten. Dafür haben wir jetzt bis Ende dieser Folge, jedes Team hat dafür Zeit, sich Gedanken zu machen, welche Dinos sie ausmisten und welche nicht. Und jeder Dino hat auch einen unterschiedlichen Wert. Ich erkläre das kurz.
Dinos wie Rexe, Brontos, Carnos, Spinos, Bären, Allosauren in der Stärke-Kategorie oder Größenkategorie ist ein Count, also, ne? Und ein halber Count ist sowas wie Terrorbird, Raptor, Säbelzahntiger, Triceratops, Stego in der Stärke Hylo und Größenordnung. Und das ist ein halber. Und ein Viertel ist sowas wie ein Dilo, Pegomastax, Dimorphodon, Parasaurus. Parasaurus ist zwar ein bisschen größer, aber der ist halt ein Lappen. und jeder nutzt ihn nur als Alarmanlage. Hey. Also quasi, ihr müsst euch vorstellen, um es zu vereinfachen, ein Count sind die ultra krassen Viecher, ein Viertel Count sind die ultra useless Scheißviecher und alles andere ist dazwischen. Und Doro ist darunter. Ich werde Doros versuchen, bis nächste Woche mache ich eine komplette Liste mit allen Dinos von Ark, die in diesem Projekt zugelassen und relevant sind für den spielbaren Bereich. Erstmal machen wir das so. Bis nächste Woche habt ihr eine komplette Liste im Google Doc. Und für Dodo Wars 2 wird das Ganze eh nochmal gepolished. Jetzt aber erstmal so. Das hat zur Folge, dass im normalen Fall man jetzt sagt, okay, wir zählen uns Dinos und irgendwann hat man das Cap erreicht und man darf nicht mehr haben. Und dann sagt man sich, okay, boah, jetzt gibt's mal auf die Fresse. Und damit das auch gefördert wird, haben wir uns Folgendes überlegt. Nämlich, wenn man einen Teamkill macht und da zählt der Last Hit, das heißt, wenn dann ein anderer reingrätscht, unlucky. Wenn ein Team einen anderen killt, kriegen sie einen Count für ihr Dino-Cap obendrauf. Das heißt, wenn ich jetzt Kalle kill, hat Team Schalke, wird das Dino-Cap auf 8 erhöht von 7. Das heißt, selbst wenn ich jetzt all meine T-Rexe in Eis und Kalle reinscheiße und 5 verrecken, habe ich einen Langzeitvorteil dadurch, weil ich dann mir theoretisch 8 T-Rexe holen kann. Und dann beim nächsten Fight gegen Alex und Johnny vielleicht Vorteil habe. Auch wenn ich vorher investiert habe. Ich hoffe, es haben alle verstanden. Ja. Habe ich das gut erklärt? Ja, sehr gut. Yes, war super. Okay. Ich werde das auch nochmal niederschreiben. Und wie gesagt, bis nächste Woche polischen. Aber wir sind der Überzeugung, dass es ein gutes System ist. Wir möchten auch nochmal anmerken, dass dies hier ein Testprojekt ist, immer noch. Und dass wir immer mal wieder Änderungen einbringen. Wenn sich jetzt herausstellen sollte, das ist scheiße, dann wird es nächste Woche wieder geändert. Achso, und eine Besonderheit. Dodos zählen als 0. Du darfst so viel Dodos haben, wie du willst. Weißt immer noch Dodo Wars. Das wäre halt so witzig, ne? Vielleicht wie viele Dodos töten einen T-Rex? Vielleicht sollten wir uns überlegen, die Regel einzuführen, dass man zwar nicht zähmen darf, nicht züchten darf, außer Dodos. Alter, das ist ein 100 Dodo. Ich bin eine Dodo-Farm. Wie viele Dodos machen einen T-Rex? Ich glaube, ich hab letztens ein Video gesehen mit 40. Ja, aber der One. Alter, der One hittet 20. Ja, aber die sind ja so weit weg, dass sie außer Reichweite sind, weil sie sich ja gegenseitig blocken und so. Ja, okay, es ist jetzt 12 also, Uhr. Scheißegal. Nochmal zusammengefasst, bis Ende der Folge überlegt jedes Team, was sie ausmisten. Und haben's auch schon. Ihr müsst den Dino freilassen. Ja, und ihr solltet ihn noch töten, sonst tötet er euch. Meistens. Eis und Kalle töten ihre Dinos, die in der Freitagsfolge gestorben sind. Wenn sie nochmal sich erkundigen wollen, welche das sind, kann ich ihnen da gerne helfen. Und Was hast du mit V plus Energy gemacht? Ich stehe vor ihm gerade vor mir und gleich müssen wir ihn töten. Ja, und ich töte den Schalker Blitz. So. Ayrton, oder was? Nee, das war der Kugelblitz. Mein Gott, ey. Kein Fußball wissen. Okay, wir verziehen uns. Channel switched. User joined your channel. Da wollte ich mir nicht mehr geben, diese kleinen Fickfotzer. Geh mir jetzt rein! Okay, also Leute, ihr habt's gehört, wir müssen ein bisschen ausmisten. Uns kommt das natürlich ein Stück weit entgegen. Die ersten Ideen, die wir hatten, waren, dass es auch ein Nutztier-Gap gibt und sowas. Das wäre natürlich ein bisschen weniger schön. Ich habe keinen blassen Dunst, was wir jetzt gerade machen müssen. Ein Futtertrog. Der wird so oft in den Kommentaren gefordert, ja, aber dass wir den jetzt langsam mal machen sollten. Wo ich gerade aktuell dran war, weil... Wir sind ja jetzt nicht da, wo wir... Oh, ich habe noch die dicken Eier dabei. die muss ich hier dringend mal wegmachen. Ja, gell? Warte mal. Jetzt habe ich ein Ei gegessen, oder was? Oh, meine ganzen Rüstungsteile sind kaputt. Haben wir das Öl schon? Was haben wir denn da gemacht? Ja, du bist ins Wasser gesprungen und bist fast verreckt. Oh, yo, das Öl haben wir. Warte. Ja, dann mach mal das Öl. Klatsch das mal in die Werkbank. Ja. Zack. So. Ist mein Aufsatz. Apropos, den ganzen Bums mache ich auch mal rein und dann repariere ich den mal. Ich guck mal gerade, was ich hier noch brauche für die. Ja, also eigentlich haben wir tatsächlich in der Zeit noch ein Kento
geplant. Tempt wir haben Schießpulver, Steine. Okay, Steine müssten ja hier vorne drin sein. Wenn das alles noch seine Richtigkeit hat, hat es. Komm, geh da weg, Alter! Ja, wir müssen ja sagen zu den Änderungen jetzt. Die kommen uns auf der einen Seite entgegen, auf der anderen Seite nicht. Ja. Mit E ist repariert, okay. Ich mach das schon, ich hol Kata das Chitin. Ich mach das. Kannst du Kata mal Metall holen gehen? Weil wir brauchen hier für die Granaten. Ach so, ich leg dir also alles rein und der hier drückt eine Taste. So. Faser habe ich noch. Ja, ansonsten war ich. Ich habe eben ganz kurz in die Folge reingeguckt, die wir quasi jetzt nochmal spielen. Und ich habe gesehen, ich habe mein Dino. Ich habe noch gar keine Chitin-Handschuhe. Ja, das war ja das Ding. So, Polymer, Leder. Leder. Auch der Schrank ist irgendwie leer. Leder. Alter, ich hab so viel Leder. Warte mal, wir haben. Steinpfeile. Achso, die Spikes werde ich auch gleich mal noch aufstellen, die Metallspikes und wieder abreißen, dass wir die. Ja, das habe ich auch gelesen. Also, solche Tipps, Leute, sind halt einfach mega gut, dass ihr die immer noch gebt, obwohl wir ja echt lernresistent in vielen Punkten sind. Gerade Alex. Also, da. Lass uns aber ein bisschen darüber reden, für alle, die es jetzt nicht ganz verstanden haben, quasi. Wir haben quasi 7 Dinos dürfen wir insgesamt haben, aber nicht jeder Dino zählt einen Punkt. Das ist quasi das Elementare, was ihr jetzt erstmal daraus ziehen müsst. Und das bedeutet, dass wir dementsprechend unsere Dinos anpassen müssen. Mhm. Was bei uns jetzt ganz, ganz, ganz konkret bedeutet, dass wir unsere Dinos eigentlich fast alle behalten, mit Ausnahme von unserem Kano. Wobei der Level 90 ist, ne? Wir haben doch gesagt, den Kano behalten wir. Ja, oder? Dann haben wir nämlich den Triceratops noch weg. Triceratops? Also leider, okay, wir müssen uns verabschieden. Von Peter Hans, von Ursula, sorry Mama, von 1, 2, 3, 4, 5 und dann haben wir 1, 2, 3. Wo ist denn eigentlich Justin? Ah, hier. Also ich muss sagen, Justin zu verlieren tut mir am meisten weh. Mit dem habe ich jetzt so viel Stein gefahren, ich habe ihn echt lieb gewonnen. No. Die Überlegung war, ob wir Jutta behalten oder Justin. Ich war eher für Justin, aber Alex eher für Jutta. Deswegen musst du den Tod verantworten, ne? Ja, ja, also wir haben halt Jutta, die halt vom Level her viel, viel höher ist. Also im Notfall uns quasi mehr helfen kann. Ja, und Alex hat nicht sowas wie emotionale Bindungen. Ja, doch. Ja, scheinbar ja nicht, ne? Aber... Ist ja gut zu wissen, ne? Stein, Öl, Metallwaren, Schießpulver. Ich brauch Schießpulver noch mehr, okay. Ja, musst du was machen, ne? Ja, das ist hier schon wieder. Was brauch ich denn? Steine, okay. Ich nehme mal hier nochmal 100. Hast du mir die Handschuhe schon gemacht? Nee, du warst doch jetzt selbstständig, habe ich eben gemerkt. Kannst du mir endlich mal Handschuhe machen, oder? Nee, du kannst das selber machen, hast du doch eben gesagt. Ah, nee, du kannst das selber reparieren, ne? Ja, gut, komm. Da kommt mal wieder Onkel Johnny und löst das. Rüstung, die Handschuhe hättest du gerne. Ja. Da kriege ich ja. Ich schmeiß mal nochmal den Ofen an. Biba, biba, biba. So, was haben wir hier und noch drin? Nix, geil. Ja. Und wir haben jetzt quasi ein paar Minütchen noch Zeit, unsere Dinos da loszuwerden. Ja, das heißt, wir machen jetzt gerade ja noch ein paar andere Dinge, wo man... Ich meine, wir lassen Justin einfach frei. Den müssen wir ja nicht unbedingt töten, da könnt ihr hier rumrennen. Die werde ich auf gar keinen Fall töten, Alter. Ne? Justin lasse ich... Genauso, ja, Ursula müssen wir. Und Peter Hans können wir eigentlich auch laufen lassen. Ja. Ja, Peter Hans, muss ich sagen, ist mir ziemlich egal. Bin ich ganz ehrlich. aber Justin wird nicht getötet. Okay. Kann Justin auch seinen Sattel behalten? Nein. Schade. Aber ich hätte ihn ihm mitgegeben. So als kleines Andenken, damit er immer weiß, wo er am besten behandelt wurde. ansonsten behalten wir natürlich den Nager und dann eben Jutta. Das wird erstmal so der Plan sein. Muss man gerade mal gucken, was brauche ich denn hier noch? Hast du noch Feuerstoff? Hast du gerade einen Ofen abgerissen? Ja. But why? Zumachen. Hä? Achso. Die Basis zumachen. Das heißt, wir brauchen jetzt keine Metallsachen mehr. Doch, aber die zwei Öfen sind ja am Feuern und die können währenddessen und ich kann ja wieder Öfen bauen, aber ich möchte jetzt erstmal die Basis zumachen. Also quasi. Du hast dir die Kommentare scheinbar sehr zu Herzen genommen. Danke dafür, dafür reißt jetzt Alex unsere ganze Bude ab. Habt ihr toll gemacht, Leute. Bin stolz auf euch.
super. Wer solche Zuschauer hat, der braucht auch keine Feinde mehr. Bin ich ehrlich. So, jetzt schießt man. Warte mal, ich hab dieses Overlay wieder nicht. Übrigens, ne, die Leute schreiben in meinen Kommentaren 1000 Tipps. Hast du dir wenigstens mal angeguckt hier? Mit auf Standard zurücksetzen und. Ich muss mal gucken. Third-Person-Kamera. Selfie-Kamera an, aus. Nein. Orbit-Kamera K. Maus-Scroll ab. Nicht zugewiesen. Mein Gott, du Dumme! Daran ist es jetzt die ganze Zeit gescheitert? Ja. Ja. Aber da kann ja ich nichts dafür. Hey, 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 hey. Okay, entspannen Sie. Oh mein Gott. Da kann Gott. Ja ich tatsächlich nichts dafür. Da kannst du nichts dafür. Die haben sich einfach nee, damit gemacht. Kann ja keiner rechnen. Mann, das ist ja nicht seit 76 auf. Folgen als ne? Ach, leck mich. Da kann er ja nichts für, ne? Was kann er denn dafür? Da kann er nichts für, ne? Mann, ey. Du bist mir ein kleiner Troll. So, Medikamente. So, mach ich da nochmal ein paar von. Ja, ich bring mal Justin irgendwo hin, ne? Mhm. Wir suchen eine neue Heimat für Justin. Für Justin. Wir suchen neue Heimat für Justin. Justin. Kannst du die Tür. Okay, ne, warte mal. Wie geht's? Alter, bei mir bohren sie wieder in der Bude, ey. Justin. Justin. Wir suchen neue Heimat. Hier ist gerade ein Baum umgefallen. Ja, das war ich. Sicher? Ja, ich bin draußen und mach gerade Holz. Hier ganz hinten? Ganz hinten nicht, am Stein. Wo ist ganz hinten? Hier war ich. Oh, okay. Ja. Hier rechts ist einer umgefallen. Hast du das auch? Ja. Alter, du dummes Stück, Alter. Ich hab mich richtig erschrocken. Jetzt bin ich wieder schuld. Wenn du dir in die Hose scheißt. Okay, ich werde mit Justin jetzt erstmal nochmal ein paar Steine abfahren, ne? Damit wir nochmal Steine haben. Ja, hier ist nochmal auch Stein. Normaler also Stein. Steinstein? Jetzt würde ich halt Metallstein abbauen. Nee, brauchst du nicht. Wo bist du denn gelaufen? Ja, hinter dem großen Dicken. Ah, ich komme, ja. Und da drumherum sind lauter Steinsteine. Du musst zu verdursten. Gerade. Schade. Ja, das ist auf jeden Fall die Antwort. So. Also Justin wird uns jetzt hier auf jeden Fall das letzte Mal nochmal mit Stein beglücken. Ja, und dann wird Alex ihn die letzte Salbung geben. Und dann bringen wir ihn nach Hause zu Familie und dann wird er da auf jeden Fall ein glückliches Leben machen. Also ich glaube, Justin ist generell jemand, der auch vorher schon ein tolles Leben hatte und toller Mensch oder Dino ist. Auf zu heulen. Als Maulen. Es ist wie es ist. Naja, es ist scheiße, so ehrlich. Ja, hör auf dich zu freuen, du Kacke. Alter, du bist im Weg! Ja, geh mir aus dem Licht, du Eierkopf. So, was haben wir denn hier im Dino drin eigentlich? Ah, rohes Fleisch, komm. Oh, hab ich das. Wenn du hier auf die Straße kackst, kacke ich auch auf die Straße. Oh. Lass kacken. So, die letzten, den Metallblock hier brauche ich auch noch ab. Also ich glaube halt immer noch, dass es besser wäre, den Akydo wegzugeben, weil ich glaube, dass wir weniger Metall als Steine brauchen in nächster Zukunft, aber... Dino Level. Das Dino Level ist das, ne? Ja. Anscheinend. Und innere Werte sind ja für den Alex nicht so. Hä? So scheint dann. Doch gerade innere Werte, das sind doch die Level. Ja gut, okay. I see your point. Ja. So. Justin jetzt. Mach nochmal Papa stolz. Ja, jetzt ist er wirklich voll, ne? Alter, was tut der denn aus diesem Stein hier, aus dem Metallblock raus? 600 Steine, kann der eh nicht tragen. Sind wir ehrlich. Kannst schon mal ein Dings rüberziehen? Jetzt sehe ich die Overlays wieder nicht, aber ich hasse dieses Spiel so sehr. Boah, Alter, Justin kann sich echt noch bewegen. Justin ist so ein Killer! Wie kannst du das? Warte mal, was war denn das nochmal für ein Bug für die. Wegen. Du musstest Backslash machen, glaube ich. Wenn alle Overlays weg sind. Würde das meinst. Nope. Komm, Justin.
Braver Justin. Alter, jedes Mal, wenn das Spiel startet, hast du neue Probleme, ey. Ja, ich überraschenderweise nicht, ne? Aber was soll ich dir sagen? Bist du Justin? Da bist du halt. Braver Justin. Super Justin. So, hallo Johnny! Okay, das ist creepy. Ich hab eine neue Taste gefunden. B. was war jetzt die Taste? H. Ja, das muss ich anders machen. Kannst du mir gleich mal helfen, die Steine aus Justin rauszuhauen? Weil ich glaub, ich hab gerade Holz, die ich... Okay, also wir verladen beide aktuell. Ja, ist natürlich jetzt wieder so eine Situation, wo das ganze Spiel so ein bisschen Tempo verliert hier. Ja. Das passiert einfach immer mal wieder. Ihr blitzt das nicht rum. Wo bin ich hier jetzt gelandet? Aber wir versuchen uns dann natürlich diese Down-Phasen so kurz wie möglich zu halten. Weil wir hatten den Kento schon gezähmt in der letzten Folge. Da kam dann halt nur was dazwischen mit dieser Änderung. Das Ding hier voll ist mit Fasern. Ich nehme jetzt mal Fasern raus. Oder? Das ist ja alles, das ist ja Mucks. Kannst du dich beschweren bei mir? Das ist mir egal. So. Nee, warte mal. Wir bauen ja eh noch Schränke hier hin und Zeug. Ja, dann mach das doch mal. Hä? Ja, wenn ich endlich mal hier dieses Overlay-Dingsbums finde. Was weil ich hab dieses Maus-Overlay nicht. Maus-Overlay. Wo ich quasi sehe, wie viel Sachen ich brauche, um es herzustellen. Okay. Oder welche Sachen vor allem. Ja, das klingt ja ganz. Ich halt die fucking Option wieder nicht, ey. Steinfall. Oh, ich will Teil. Okay, ich kann nochmal Teil reinhauen. So. Ja, ansonsten hatten wir noch eben eine kleine Diskussion darüber, was wir noch an Dinos wollen. Alex hätte gerne Kentos zum Tanken. Ja, aber da müssen wir halt gucken, was wir aussortieren, ne? Weil die Damage reflektieren. Ich bin davon noch nicht so wirklich überzeugt, muss ich sagen. Weil ich glaube, also meine Idee ist gerade, ob wir es nicht schaffen. Also, nee, ich zieh das Pferd anders auf, ne? Lass uns hallo mal. Kalle! Hallo Kalle! Hallo Alex! Hallo! What the fuck? Die sind da draußen. Hallo Johnny, wo bist du? Vor uns, oder was? Ich weiß nicht, wo ich meine Flinte hingelegt habe. Liegt irgendwo meine Flinte? Die sind vor unserer Haustür, oder was? Ja. Hier wollen gut, wir die Max, ficken? Ich weiß, dass wir uns verbündet haben und jetzt gleich direkt vor seiner Haustür stehen. Wir kommen! Wo ist der denn? Ich habe keine Ahnung. Wurde ich gerade beschossen? What the fuck? Von wo aus sprecht ihr denn, ey? Ja, wir sprechen direkt in eure Base. Okay. Dreh dich mal um, Alex. What the fuck? Yep. Siehst du sie? Nein. Find du das creepy? Ja. Ah! Okay, du bist hier. Also. Okay. Ja, die müssten hier vorm Tor sein, irgendwo. Okay, kannst du unsere Dinos so einstellen, dass das nicht floppt? Ja. Okay, also ich bin. Ich habe mich gerade eingeschissen. Ich bin seid ihr jetzt vor Max geflohen und seid jetzt zu uns gekommen, oder was? Wir hauen euch gleich richtig um. Oh ja, komm doch. Warte mal. Also ich kann sie nicht an unserer Basis entdecken. Max! Wo bist du? Hä, aber Gary. Gibt's nicht nur Proximity-Chat? Ist das weltweit jetzt quasi? Nein, wir stehen. Tut ihr nicht? Ich sehe sie halt wirklich nicht. Alex, ich habe Angst! Ja, ich auch. Hä? Ich hoffe es einfach nicht. Also die könnten halt da oben sein. Nee. Vor allem sind die ja auch beides keine... Warte mal. Max? What the fuck? Können wir jetzt mal Real Talk, können wir mal eben Pause machen, bitte? Jetzt mal alle die Fresse halten!
Nein, Real Talk, Pause. Okay. Interessant. Passiert. Was? Ich muss leider das Spiel neu starten. Meine E-Taste funktioniert nicht mehr. Du Abuser. Du Abuser. Jo. Sagt der Nazi ab. Warte mal, was? Was? Wow! Sorry, sorry. Bist du auf Arbeit oder zu Hause? Ach nee, wir sehen uns ja heute Abend. Problem. Sag mal, okay. ist das wirklich Proximity-Chat? Das ist Global Voice Chat. Ah. Es gibt Local und Global. Mhm. Sagen wir mal, wir haben uns gerade nicht eingeschissen, ne? Ganz entspannt haben wir das hingenommen. Frag mal. Mich mal, Alter. Du sagst so, hallo Johnny. Und ich denk so, Alter, wo ist der? Ich bin unterwegs, dann hör ich so, hallo Johnny. Und ich denk mir so, what the fuck? Alter, und vor allem als jemand, Alex, dreh dich mal um. Und ich denk mir so, aber ich hab doch gerade seinen Rücken. Hä, wo sind die denn? Vor allem, ich hab gar nichts verstanden. Erstmal so, ich so, hä, warum könnt ihr mit uns reden? Ja, ist der Voice-Chat. Ja, warte mal! Alter. Okay, also ist Global Voice Chat an, nice. Und ich meinte auch schon so zu Eis, Max, schön, dass wir in der 85. Folge. ja, ich dachte, das wäre die Taste für Proximity Chat. Nee. Und deswegen habe ich da Hallo, dass direkt erstmal alle labern im Global Chat. Wir sind gerade dabei, all unsere Dinos zu schlachten. Auf einmal, hallo Johnny. Okay, Leute, dann lass mal weitermachen, ne? Jo. Ja, kann denn Kalle jetzt? Ja, ich bin. Channel switched. User joined your channel. So. Die labern mir da immer zu viel, ne? Mein Gott! Oh ja, ich hau erstmal den Schrank. Und das geht's, Kalle? Das ist Bier, ne? Ich hab grad Scheiße aufgesammelt, danke! Aber es ist halt geil, dass wir die orten können. Wir können die orten? Wir wissen jetzt, wo die sind. Die sind alle im Westen von uns. Ja, durch das Lauschen. Ja, ja, weißt klar. Ich habe auch gelauscht. Wenn er redet, musst du nur deinen Kopf drehen und dann weißt du, aus welcher Richtung es kommt. Ja, ja, klar. Das ist wie bei PUBG. Ja, ja, ja. Du Profi. Ja. Alter, wir haben so viel Scheiße hier. Das ist insane. Aber wenigstens badet der Nager nicht mehr darin. Alter, okay, wo sollen wir die Steine machen? Kannst du jetzt mal eine neue Werkbank oder sowas bauen hier? Ich gehe hier dran kaputt. Ja, dann mach doch einfach einen Schrank. Ja, nee, Schränke sind scheiße, sagen die immer in meinen Kommentaren. Ich sage einfach mehr Werkbänke. Ja, aber Werkbänke nehmen mehr Platz weg. Ja, du kannst zwei Schränke hinstellen, da hast du ein Viertel mehr Storage-Möglichkeiten. Klingt mir geil. Ich habe Schrank nicht mal gelernt. Kannst du da hochspringen, mir da oben einen machen? Kann ich jetzt erstmal bei dem... Nee, ich komme sonst hier nicht weiter. Oder doch, mach das, ich gehe was zählen. Warte, ich mach. Nee, jetzt will ich nicht mehr. Ja gut, dann nicht. So. Ah naja, wir müssen halt bis Ende der das Folge... Das ist immer ein du bist so lästig. Du immer, ne? So. Warte mal grad. So. Ja, wunderbar. Jetzt kann ich Schränke bauen. Cool. Auch Holz. Klasse. Okay, wollen wir gerade mal das mit den Dinos sein? Achso, ich muss ja noch die Steine rausnehmen, damit wir das erledigen können. Ja. Das kann aber nachziehen. Ne? Wir haben drei Bären. Oh. Hast du die Fasern jetzt alle weggeschmissen? Nee. Gut. So, wo ist jetzt mein. Wo ist. Ich sehe hier keinen Schrank! Schade. Musst du wohl die Augen aufmachen? So. Ach, draußen geht sie jetzt hinbauen. Draußen. Yeah. Wollen wir noch ein Schild dran machen? Free to grab oder so? Ja, aber hier können wir so ein LOL-Level-Dreck reinmachen. Ja, Fasern zum Beispiel. Ja, oder die. Oh, okay. So, oh, wow! Nice flame, bro. Krass, oder? Das hätte ich dich gar nicht eingeschätzt, aber gut zu wissen. Oh, jetzt kriege ich den hier nicht hin, oder was? Alter, Naga. Das ist Justins Henkers Mahlzeit jetzt. Lass den Jungen mal in Ruhe. Ne. Okay, also. Okay, so. Da haben wir zwei Schränken mehr. Ja, und hier kriegen wir die Dings nicht zu, weil die Schränke im Weg sind. Toll! Hast du gut gebaut, Johnny! Also, okay, ja, sorry. Tut mir leid. Was war denn das so, jetzt? Hier, geh. Zack. Ja, es geht wieder. Zack. Ich habe nämlich die kurze Pause genutzt, um zu googeln. Zack. Alter,
was hier in Justin reinpassen, das sind locker 2000 Steine gewesen. Das ist. Haben wir noch Thatch irgendwo? Das hatten wir das letzte Mal schon, ne? Da war Stroh oder sowas, ne? Ja, ja. Kein blassen Dunst, ich denke nicht. Deinen Bären sollst du übrigens mal auf ja, Dings ja, leveln, ne? Also es ist nicht so, also ich bin ja so gar kein Fan von den Kommentaren liken, damit sie es sehen. Wir sehen tatsächlich alle Kommentare. Ihr wollt einfach nur die Likes abstauben. Ja, aber ich denke mir halt ja. Sowas wie... Nicht billig. Also ich finde aber, dass manche Tipps sind so gut, dass ich sie auch einfach like, weil ich mir denke, das ist cool. Also ihr, ja, müsst, ja, es, genau. Ihr müsst es quasi nicht dazu schreiben, aber wenn ihr einen Kommentar seht, wo ihr denkt, Alter, das ist echt ein guter Tipp und das fuckt mich auch die ganze Zeit ab, dann könnt ihr das natürlich gerne liken. Ich gehe jetzt Justin beerdigen. Aber dieses Battlen um Likes ist halt... Das ist keine gute Form. Fahr doch mal nicht. Wieso haben wir keinen einzigen Thatch irgendwo drin? Ich nehme mal Gustav mit, na, nicht, dass mir hier irgendwas passiert. Ach, ist das ja... Oh! Alter. Alles gut? Gustav! Alter, was machst du hier? Vielleicht die Tür vorher zugemacht. was? So, willst du mitkommen? Nö. Okay. Ich gehe jetzt kurz Fetch holen. Weil ich ja der Einzige bin, der sich irgendwie um die Basis kümmert. Ja, vollkommen richtig. Ne? Ich habe Besseres zu tun. Ich habe nämlich eine emotionale Bindung zu meinen drei Tieren. Mhm. Finde ich schade, dass du es nicht als nötig erachtest, dir zur Beerdigung von Justin mitzukommen. Nur weil du mit dem Theoretikus geschlafen hast? Alter, ne? Guck dir das mal an, was der hier hinten für eine Keule hat. Da muss ich mich nicht für entschuldigen. Oh, ich würde unsere Basis so gerne rot anmalen, ne? Das Problem ist halt nur, wo lasse ich den raus, wo er nicht sofort krepiert? Völlig egal. Lass ihn da einfach rumlaufen in der Nähe unserer Basis. Und da können wir vielleicht zähmen, wenn wir mal wieder soweit sind. Oh, der hat nochmal ein Level up bekommen. Da skill ich dir nochmal einen Nahkampf-Damage rein, damit er hier noch eine Überlebenschance mehr hat. Ja, Gustav, ich weiß, du bist ein bisschen eifersüchtig, aber da musst du jetzt durch, ne? Was soll ich dir sagen, Gustav? Gibt nicht nur dich in meinem Leben. Ich frage, ob man hiermit halt echt schneller ist auf Dauer. Hast du mir jetzt die Handschuhe eigentlich mal gemacht? Ja. Na, endlich. Bin ja ein netter Kerl. So, würden die Adler in der Öli angreifen? Ich glaube, das ist so dicht wie... Nee, ne? Es geht. Was? Greifen Adler in der Öli an? Doch, ja. Wirklich. Denke schon. So, Justin. Geh mal da. Warum hältst du dich denn jetzt mit dem fucking Dödi so lange auf? Weil ich den mag! So, wie kann ich den jetzt freilassen? E draufhalten. Ja. Und dann, Aktion. Gott, wo waren das nochmal? Kastrieren, Export, freilassen. Ja. Okay, tschüss, Justin. Hast du den Sattel runtergenommen und weggemacht? Natürlich. So, Peter Hans und Ursula müssen noch weg. Und dann haben wir eins, zwei, drei. Ja, aber die können wir ja umbringen, vier, ne? Fünf. Also, wir haben eine Kano, zwei T-Rex, sind wir bei drei. Hey, warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Nee. Ach, du hast ja Gustav dabei. Sechs, ja. Okay, dann haut's jetzt. Du weißt also unsere Dinos nicht. Hm? Übrigens, das mit dem Pin scheint ein Mythos zu sein, ne? Was, mit dem was? Mit dem Pin ist wohl ein Mythos. Ja. Nur wenn man einen Pin verteilt, können die Leute die Tür mit dem Pin knacken, ansonsten kommen die niemals rein. Ja. Das ist, Du hast also zwei Granaten gemacht. Das war alles, was du geschafft hast bisher. Okay. I'm not a girl! Okay, krass, Alter. Ja. Scheiße, hätte ich bloß die Taste gefunden, ey. ich brauch quasi mehr Feuersteine für den Wumms hier. Ja, da sind aber überall, ne? Wo denn? Hier sind noch 12 in der Werkbank. Hier sind noch 37 im Schrank. Horgas! Ja, Alter, jetzt sind die auch da. Wie auch da? Das ist global. Nein, dreh dich doch mal um. Die sind jetzt nördlich von uns. Oh, das ist schon mit Richtungsangabe, aber natürlich global hörbar. Supi. So, Ursula. Peter Hans, was ist mit dir eigentlich? Hast du noch irgendwas? Ja, Peter Hans muss raus und Ursula muss raus. Und dann ja, die können wir jetzt gleich killen. Ja.
Die müssen wir sogar gleich killen, weil wir haben nicht mehr viel Zeit. Ja, dann lass das mal, lass das gleich mal einen Angriff nehmen hier. Lass die gleich mal angreifen. Steck mal ein paar Bären in die Jutta rein. Die hat auch so viel Scheiße, ja, also Beine. Tim, Gesundheit, ja. Gesundheit, KC und noch mehr Gesundheit. Ursula? Barbara meinst du ja wohl, oder? Ja. Nicht, dass du jetzt hier Ursula levelst, bevor wir sie gehen. Na, was? So. Ja. Ich bin dumm. Ja. Gelegentlich. So. Schießpulver. Willst du Ursula einfach mal freilassen? Kannst du gerne... Ich beiß direkt rein. Ja, kann ich gleich machen. Das Ding ist halt, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass alle Dinos richtig eingestellt sind. Nicht, dass da jetzt irgendwer dann über Bord kippt, weißt du? Ja, true. Weil wenn sich so ein T-Rex da mal energisch dreht, dann ist da schnell zappenduster wieder. Okay, warte mal, ich kann ja alle passiv pfeifen. Ich muss nur den Button dafür finden. Alle passiv. Semikolon. Ja, genau. Weiß ich auch, was das ist. Du bist mir... Der ist es nicht. Ja, es ist ja die englische Tastatur. Das ist ja der nächste Fick. Der nächste Fick, okay. Also Kevin behalten wir, ja, das sieht ja gut aus. Ich hole mal gerade Peter Hans ein bisschen näher ran, ne? Ich weiß nicht, was tut, aber du musst halt... Warte mal. Okay. Peter Hans. Ja, und jetzt habe ich wieder diesen Mausbug. Ach, dieses Spiel. So schön, so gut. Alter, du parkst die Dinos halt immer, ne? Ist mit dir halt wirklich... Okay. Nicht leicht. Also bitte, Barbara... Umparken. Kannst du mal den Sattel runternehmen von dem? Ja, bin ich gleich dabei. Okay, also die beiden sind jetzt hier an der Grenze. Machen wir gerade die Sattel schon mal in den Schrank. Mhm. Aber den mache ich drinnen in den Schrank, ne? Ich habe keinen Bock, dass wir die Sattel verschenken. Du kannst okay. Ja auch gleich hier deinen Gustav hier herstellen, so da gleich drauf sitzen kannst. Ja, Gustav! Sag mal, hat das jetzt eigentlich funktioniert? Gustav, jetzt mach doch hier. Bin ich auf Gustav oder bin ich auf Kevin? Du bist auf Gustav. Hä? Du bist auf Gustav. So, jetzt gehst du ran, machst freilassen und dann. Ich werde von einer Nummer aus Bochum angerufen, Alter. Mhm. Peter Hans, mach ich freilassen, okay? Ja. Ready? Ja. Peter Hans ist free. Jupp. Okay, das ging schnell. Ja, Ursula hat scheinbar gar keinen Sattel. Hast du die ausgemistet? Nö. Was hatten die noch dabei? Weiß ich nicht. Nichts Wichtiges. Nö. Do it. Ursula Optionen. Ursula freilassen. Hä? Cool, die wehren sich erstmal gar nicht. Ja, das hat zumindest ein bisschen gedauert, ne? Ich weiß nicht. Okay, so, jetzt durchzählen. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 1,5, 7. Ja. Das haben wir super gemacht. Dann haben wir's. Ja. Ein Level habe ich auch noch bekommen. Easy. 65. Ja. Oh, kann schon mal mit anfangen. Dann soll ich weiter Basis bauen oder? Nee, ich würde jetzt gleich rausrennen und. Wir müssen ja erstmal eine Entscheidung treffen, ne? Ja, ich würde jetzt hier quasi die Außenbasis noch zumachen, also das, was Stein ist, ne? Ja, das kannst du machen. Generell die, machen die übrigens Granaten Bände. Ein bisschen mehr Damage gegen Stein als gegen Holz, ne? Ja, genau. Das war ja so an die Wände war jetzt noch der Vorschlag, dass man da Rampen dran bauen kann, dass die Granaten da wegrollen. Ja. Was ich ziemlich clever finde. Ja, das klingt tatsächlich sinnig. Das würde ich gerne noch machen. Ich werde halt einfach mit der... Ich meine, jetzt gerade ist unser... Dino-Level, ja. Das kann man so machen, würde ich sagen. Ja, aber die anderen sind halt deutlich drüber, ne? Also wir dürfen uns halt echt nicht zu lange ausruhen. Ja, ich meine, ich kann auch nächste Folge losgehen mit unseren Akku-Dinos und einfach mal alles totbeißen, was da so rumrennt. Ist halt, also für mich ist eher entscheidend quasi, also unser Wochenplan ist... Ist ja jetzt völlig über den Haufen geworfen. Aber wenn wir uns jetzt einen Wochenplan vorstellen müssten, ne, dann ist die entscheidende Frage, was wir am Ende haben wollen an Akrodinos. Und ich stelle mir vor, dass Max einfach jetzt 7 T-Rex hat. Oder halt 6. Und noch ein anderes oder so.
Oder von mir ist noch 3 kleine Raptoren oder 2 Reitdinos und 5 T-Rex. Und ich glaube, so wird das jeder haben. Die werden alle ihre tollen T-Rex nehmen und damit hoffen, uns zu ficken. Mit Ausnahme wahrscheinlich von Ice, der höchstwahrscheinlich auf dem Kanu reiten wird in nächster Zeit. Und ich denke mir, dass wir die halt übel hart damit ficken können, dass wir einfach schnell sind. Wenn wir so eine schnelle Eingreiftruppe von einem Haufen Bären haben, sind wir von den Stats her ähnlich gut dran. Und wir können halt einfach hinreiten, einen T-Rex reißen und halt abhauen. Mhm. Also ich glaube, wenn wir für die Taktik gehen, haben wir die besten Chancen dafür, dass wir, ja, dafür, wie gerade die Ausgangslage ist. Was hältst du davon? Ich hab Rampen gemacht und nicht zugehört. Seriously? Also du meinst, dass wir mit den Bären quasi einfach ausreiten? Nee, dass wir irgendwas kaputt. Dass wir noch mehr Bären nehmen, statt irgendwas anderes. Okay. Also dass wir jetzt die beiden T-Rexe ersetzen gegen Carsten und Carsten Stahl, oder was? Ja, das ist halt diese Frage. Ich glaube, ich würde erstmal Carsten Stahl wahrscheinlich ersetzen. Oder dass wir den halt jetzt wissentlich in den Tod reiten. Ne? Also sowas geht ja auch. Aber ich stelle mir halt vor, dass unsere Kampftaktik eine schnelle Eingreiftruppe ist. Dass wir quasi dahin rennen mit 6 Bären, versuchen einen T-Rex zu reißen und uns wieder verpissen, weißt du? Mhm. Und dass wir dann, wenn die uns chasen und bei uns fighten, müssen wir halt viel über die Base verteidigen. Weil da, ich glaube, in den offenen 6 gegen 6... Ja, aber so ein T-Rex macht halt schon deutlich mehr Schaden, ne? Ja, eben. Also ich glaube, in so einem straight-up 6 gegen 6, wo die uns angreifen, sind wir mit der Taktik halt ein bisschen gefickt. Also es wäre halt echt eine Taktik, wo wir quasi ab jetzt die ganze Zeit rausreiten und die versuchen zu ficken. Generell ist unsere komplette Strategie halt ziemlich gefickt, weil die Idee war ja quasi, dass wir unsere Dinos hier drin parken können und uns keine Sorgen machen müssen. Und jetzt musst du seriously eigentlich immer mit allem raus, was du hast. Dass du das Level so hoch kriegst wie möglich, meinst du? Ja, und vor allem, dass du... Also es hat halt hier hast drin... Hast du den ganzen Stein schon reingepackt? Ja, ne? Ja, ja. Verschiedene Dinger. Alter, das ist halt insane, hier durchzukommen. Mit den 2 T-Rex, das ist halt wirklich... Ja, wir bräuchten halt endlich mal einen Sattel für die, ne? Ja, aber den werden wir halt auf Ewigkeit noch nicht kriegen. Ja. Das ist halt auch so ein Ding, ist so. Also, die Theorie mit 6 Bären klingt geil, wenn wir jetzt Aggro gehen, aber ich glaube... Ich bin eher der Fan von Diversity. Einfach, weil du ja... Keine Ahnung, du brauchst ja verschiedene Aufgaben sozusagen, die erfüllt werden. Aber deswegen wollte ich ja eigentlich auch einen Kentro haben, der halt einfach super High Level ist und den dann nur auf Tank skillen, dass alles, was den angreift, sich einfach selber kaputt beißt. Aber also ich glaube, seriously nicht, dass ich das... Also ich glaube, es würde sich lohnen, gerade wenn wir richtig... Oh, fuck, wann möchte ich jetzt? Wenn wir richtig viele Dinos auf einen Seiten hätten, aber ich glaube halt dadurch, dass es weniger sind, kann man das besser koordinieren. Und ich glaube, dann kann sich sowas auch Luft auslösen. Aber darüber werden wir gleich weiter diskutieren. Oder wir werden es probieren, mal sehen. Wenn uns die Rexe wegsterben bei einem Kampf oder so, dann können wir es ja einfach probieren. Ja, ja. Das sowieso. Genau. Also, Leute, ne? Eine sagenumwogene Folge von 45 Minuten. Ich habe die Pausen mal nicht rausgeschnitten, weil sie wichtig waren, wie ich finde. Dementsprechend bleibt das Ganze so. Schreibt mir in den Kommentaren gerne weiter ein Feedback. Das ist sehr gerne gesehen. Genauso wie Kritik und Verbesserungsvorschläge. Die lesen wir alle. Aber respektvoll. Und respektvoll. Ich wünsche euch was. Nächste Folge wieder bei Alex. Bis dahin. Macht's gut.